Liebe Freunde, heute möchte ich mich zu einem politischen Thema äußern. Und zwar wollen insbesondere die Grünen praktisch flächendeckend in allen Städten Tempo 30 einführen. Als Christen haben wir alle Verantwortung, auch hier uns zu äußern, auch wenn es jetzt nicht direkt ein geistliches Thema ist, aber nur so können wir auch ein Licht sein für unsere Mitmenschen. Und so habe ich eine Petition verfasst, nicht für Tempo 30, sondern für Tempo 40. Und zwar Tempo 40 ist sehr vernünftig, weil da ist man weder zu schnell noch zu langsam. Das heißt, der Lärmpegel nimmt ab und gleichzeitig nimmt auch die Sicherheit zu. Aber Tempo 30, das ist keine Verkehrsberuhigung, sondern das führt zu Staus in der Stadt, während Tempo 40 die Sicherheit erhöht, den Lärmpegel senkt und trotzdem noch einen gewissen Verkehrsfluss ermöglicht. Heute steht in der Pforzheimer Zeitung, zum Beispiel hier in unserer Stadt, dass Fraktion Bündnis 90 die Grünen überall Tempo 30 einführen wollen. Tempo 30 überall, und das heißt, es gelte, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, flächendeckend Tempo 30 zu verwirklichen und weitere Blitzer anzuschaffen. Nun, ich habe Folgendes dazu geschrieben in einer Petition, die ich auch hier unter dieses Video stelle. Und ich bitte euch herzlich auch da zu unterschreiben, auch wenn ihr vielleicht jetzt nicht in Pforzheim wohnt. Das gilt auch gleichzeitig letztendlich für alle anderen Städte und Orte in unserem Land. Und zwar schreibe ich, viele Menschen sind genervt wegen der seit einiger Zeit ständig wechselnden Tempoangaben in der Stadt. Also momentan haben wir bei uns 30, dann 30 von 22 bis 6 Uhr, 50 und wir haben sogar Tempo 20 an einzelnen Stellen, sogar an Hauptverkehrsstraßen. Und deshalb schreibe ich, diese Angaben sind zum Teil völlig unlogisch. Unsere Bitte, und das haben wir hier an die Stadtführung, an den Bürgermeister gerichtet, könnte man nicht das gesamte Stadtgebiet zur 40er-Zone machen mit Schildern am Ortseingang? Das würde den Schilderwald reduzieren. Das wäre doch ein guter Kompromiss für alle Seiten, für Autofahrer und für Anwohner. Nach dem Motto, nicht zu schnell und nicht zu langsam und auch nicht zu laut. In den reinen Wohngebieten könnte man 30er Tempo lassen. Manche Städte machen das bereits so, zum Beispiel Stuttgart. Das Ergebnis, es wurde leiser und zugleich fließt der Verkehr besser. Bitte prüfen Sie diesen Vorschlag auch für unsere Stadt und setzen Sie ihn so bald wie möglich in die Tat um. Wir sprechen im Namen vieler Menschen auch an anderen Orten, denen mit einer einheitlichen und vernünftigen Temporegelung geholfen wäre und die sich daher dieser Petition anschließen. Na, glücklicherweise hat auch die Pforzheimer Zeitung heute nicht nur über Tempo 30 von den Grünen berichtet, sondern auch unsere Initiative hier vorgestellt. Da könnt ihr es lesen. Petition fordert Tempo 40 im gesamten Stadtgebiet von Pforzheim. Und das wäre ein vernünftiger Kompromissvorschlag, was Lautstärke, Lärmbelästigung angeht und auch Tempo für andere Städte. Ja, ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass ich mich auch mal politisch äußere, weil es nervt nicht nur uns, sondern ich weiß praktisch alle Menschen, mit denen ich hier rede in der Stadt, dass das so nervenaufreibend jetzt geregelt ist mit dem dauernden wechselnden Schilderwald. Es ist praktisch alle 100 Meter im Schnitt ein neues Verkehrsschild und man kommt gar nicht mehr zum Fahren vor lauter Verkehrsschildern. Von daher hoffe ich auch viele Unterschriften, um diesem Irrsinn ein Ende zu setzen, und wir hoffen auch bei den Verantwortlichen, lieber Herr Oberbürgermeister, liebe Stadtverantwortliche, dass wir hier zu einer guten Lösung kommen. Ich werde auch dafür beten und wünsche euch alles Gute.